Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Böhnisch. Heute möchte ich Ihnen dieses Buch von Sabine Loh vorstellen. Wie Sie sehen, ist es auf Tschechisch erschienen und Sabine Loh hat es mir zugeschickt. Hier die Verpackung. Ich finde es ganz schön, auch wie hübsch die Verpackung gemacht ist. Und ich erzähle mal kurz die Geschichte zu diesem Buch, wie es zu mir kam und warum auf Tschechisch. Das Buch ist 2013 unter dem Titel Das große Buch vom Basteln Spielen erschienen und Sabine Loh hat hier die tschechische Lizenzausgabe und hat auf Facebook rumgefragt, wer jemanden kennt, der Tschechisch kann. Und eine Mutter meiner Kinder im Kindergarten ist Tschechin, erzieht ihre Kinder zweisprachig und da meldete ich mich und meinte, ich kenne da jemanden und da hat sie Sabine Loh mir gleich das Buch zugeschickt. Ganz herzlichen Dank dafür. Und ich wollte es jetzt einfach mal auch vorstellen. Ich kann zwar jetzt ganz wenig von dem Text, eigentlich gar nichts. Manchmal erahnt man nur ein Wort aus dem Bildzusammenhang, aber ich wollte es trotzdem mal kurz hier vorstellen und zeigen. Es geht ganz ums Basteln mit einfachen Materialien, um Falten mit Papier oder Basteln mit Pappe. Oder auch hier mit Kork oder mit Holz. Und es sind ganz einfache Bastelideen, die man schnell umsetzen kann. Am Anfang gab es, man hat es gesehen, so ein kleines Märchenteil. Hier sind so Figuren, Roboter. Oder hier weiter hinten die Cowboys und aus Kork, die man basteln kann. Und man sieht schon an den Fotos, wie simpel das ist und das ist eine schöne Idee, das so ein Buch mal zu gestalten, also mit ja, Naturmaterialien, wenn man das Papier dazu zählen würde, zu basteln. Man sieht, es geht hier nicht um Perfektion, sondern es geht darum, mit den Materialien zu spielen, sie zu erkunden, ihre Eigenschaften zu entdecken und da ganz vielfältig und kreativ zu werden. Es ist ein sehr schönes Buch, auch wenn man jetzt wenig zum Text sagen kann. Die Mutter wird sich sehr darüber freuen. Nochmal herzlichen Dank an Sabine Loh dafür. Ich reiche es weiter. Ich empfehle das Buch ganz gerne auch in der deutschen Ausgabe. Viel Spaß damit. Tschüss. Ihre